Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Fiesta wurde genommen. Dann nehmen wir doch einfach Kingsguard. Holy shit. Welcome to Nova. Die beiden übelst fett. Das da auch übelst fett. Crab Lords sind auch gut, aber ich glaube, wir bleiben bei denen. Magischen Schaden haben wir in der Verteidigung. Natürliche Verteidigung meine ich. Könnten die Köter noch mitnehmen. Nee, wir behalten das so, wie es ist. Behalten die Bienen. Wir bauen die da drüben hin. Wir bauen die ein bisschen weiter unten hin. Fürst des Todes hier hin. Bienen und sowas, so Kleinkram. Okay, auch ein Ochse. Sakura-Blume. Durch Fiesta sollte aber gut Geld und Worker haben. Oh, er hat schon den sechsten geholt. Das ist nicht schlecht. Ich werde nach vorne den Dachs hinsetzen. Und links und rechts Bienen. Und hier drüben machen wir die Geschichte. Da setzen wir den hinter den Ochsen und die dazu. So machen wir das. Wird kein Worker gehen, ich bin nächste Runde schwach. Knapp. Bin nächste Runde schwach. Also jetzt. Weil ich nur natürlich Verteidigung habe. Ändert sich natürlich dann, wenn der Sandax da steht. Im Optimalfall. Oh, Ratten. Ratten mit Fiesta. Könnte gut werden. Und eine Schnecke. Okay, ich dachte, es geht hier richtig der Robo rein oder sowas, aber der Schnecke kann ich leben. Der kackt rein. Sehr schön. Ich kann meins blocken. Das wahrscheinlich nicht. Aber er hat noch gut Leben. Nee, schade. Ich dachte, er kann jetzt die Echse noch blocken. Das wäre geil gewesen. So, wir machen das. Mehr nicht. Wir fangen ja ganz langsam an. Machen die Upgrades ganz entspannt. Auf 5 könnte ich reingehen, theoretisch. Oh, oh. Schade.
Aber er blockt hier alles ab und der Robo schießt nur auf die Viecher oder auf die Drohne. Sehr schön. Worker pushen. Und den Robo rein. Er hat doch den goldenen Beschützer. Dann Robo erst recht. Dann sollten wir auf Magic Waves gehen. 7 und 8. Ja, sowas habt ihr mich noch nie spielen sehen. Eigentlich vermeide ich die Bienen auch immer. Aber die sind gar nicht schlecht. Ah, nur lebt dafür, die sind günstig. Die sind echt günstig. Und dann haben die jetzt noch einen coolen Effekt. Ja, magischer Schaden 320. Das nimmt man mit. Eigentlich noch ein pushen, aber wenn wir selbst spielen wollen, dann nicht. Dann pushen wir keinen. Geht auf 7. 7 ist gut für mich. Das ist alles egal. Der ist auch egal. Na, wenigstens der Robo ist durchgekommen. Dass sich das Invest gelohnt hat. Kackt nicht ab. Ein Schuss hat er noch gebraucht. Todes, Sonntags. So. Das ist der Plan. Okay, wir können auf jeden Fall mit Robust trotzdem noch was reißen. Ich frage es nur, also klar, Robust cool. Aber was schickt er dazu? Das ist immer die Frage. Was stellt er noch dazu? Stellt hier den Sanddachs hin. Oder? Ja, wir stellen hier den Sanddachs hin. Drüben kommt dann auch noch einer hin. Ja, wie gesagt, Fürst des Todes. Haben die Drachen beschworen. Schnecke mit durch. Und dann sollte das funktionieren. Ja, hier ist er. Der Elite Archer. Aber wenn wir schnell genug durchkommen. Harpchen. Boah, Alter. Millennium auf der 7. Das ist krass. Kommt trotzdem durch. Ich auch. Ich safe aber. Es gibt uns extra Gold. Auf. Wenn wir Glück haben, reicht es für den Fürst des Todes. Das wäre krass. Alter, das reicht für den. Aber wir nehmen natürlich den Sanddachs. Und zwar genau. Hier können wir den hinstellen.
Tja, jetzt steht das an Dax da. Da guckt doch blöde. Also Zweier. Jetzt können wir Blocke holen. Hat den Blitz aufgewertet. Genau, wir gehen 3. Okay, er geht auf 10. 10 bringt mir nichts. Yes, my lord. No. 10 macht er weg mit den beiden. Ich könnte mitschicken und hoffen, dass er dann was was reißt und durchkommt. So, das macht schon Sinn. Schicken einfach die Doppelflut rein. So, Ochse, Metzger und er. Nehmen wir 2 Robos mit. Durch die Blue, durch diese Bienen kriegt er auch ordentlich Damage. Wenn die sterben. Okay, Seeschlangen. Oh ja, das könnte durchgehen zum King. Ich hab übelst viel gehalten. Das waren auch nur King Upgrades. Ja, erst wo die Seeschlange hat, macht das Sinn. Ich nehme den ersten Fürsten mit. In den Beschützer-Aura. Die setze ich aber noch nicht hin, weil ich meinen Ochsen noch nicht habe. Auf der Seite. Aber die machen trotzdem 60 Magic Damage, dafür, dass sie nur 20 kosten. Schon stark. Okay, so Fürst des Todes steht auf jeden Fall. Der macht das. Pack, ja, auch um Fürst des Todes. Pack wieder mit. Ordentlich was geschickt bekommen. Und ich finde, die haben aber auch viele Worker. Jetzt kommt mein Ochse hin, der kriegt den Beschützer-Buff. Ich hätte auch ein Fürst des Todes geben können. Egal. Es ist schon spät.
Jetzt hatten jedenfalls der Ochse. Wir müssen wirklich viel über Kopf pushen jetzt noch. Sieht es denn aus? Die sind gut dabei. Wir sind auch gut dabei. Ja, Shutdown ist nicht so gut. Aber das ist gut. Wir sollten King pushen. Den hauen wir jetzt hier rein. Den brauchen wir 355. Das heißt, ich baue hier noch einen zweiten hin. Und ich hole noch einen Worker. Das ist der Plan. Ich hole jetzt nicht noch eine Biene. Ich könnte sogar noch mal rerollen. Mache ich dann auch. Tankmäßig und so bin ich schon echt stark. Dax ja mal verbessern. Nimm den Worker noch mit. Eine Biene. Hauen hier alles rein in den King, was wir können. Ist ja schon mal voll ausgebaut. Und regeneriert sich ganz gut, ne? Ja, Stück für Stück. Schon wieder 99%. Ja, ging nicht mehr raus. Okay, zu erwarten wäre auf 15. Auf 15 den Send. Deswegen werden wir jetzt Fürstin bauen. Genau so. Das können wir auf 16 machen. Er hat kaum Stichschaden, außer die halt, ne? Bei mir sieht das anders aus. Ja, die Seeschlangen, den Elite Archer. Königin des Himmels. Himmelskönigin, wie auch immer. So, alles entspannt. Ich habe 3 Fürsten des Todes, 2 Sanddechse, einer ist verbessert. Das sollte ich ganz gut reißen. Und genauso ist es auch. Gar kein Problem. Pump jetzt alles rein. Ich kann eigentlich nur die 3 Einigkeiten machen. Ich könnte damit noch einen doppelten machen. Das wäre möglich. Ich glaube, das nutzen wir aus.
the clan. Ja, da hören wir uns wohl abkacken. Die Seeschlange. Ja, kacke. Hatte ich schon wieder vergessen. King Upgrades gemacht. Der ist stark durchgekommen. Wir pushen jetzt die Blocker ohne Ende. Ja, er hält jetzt auch, das ist gut. Jetzt hier das Upgrade und das. Da hat er hier den Buff vom Ochsen, der Weißmähne, hat den doppelten Lebensraub. Er hat jetzt erstmal das, das ist gut. Den muss ich ja noch verbessern. Das wollte ich auch gar nicht. Aber auf 19 schicken. Ich meine, das ist gar nicht schlecht, weil die sowieso Fernkämpfer sind. Das muss man mal anschauen. Okay, hat Magic Damage mit reingequetscht. Aber ich bin ganz gut ausgerüstet dafür. Aber es sieht so aus, als könnte ich es nicht halten. Ne, diesmal schaffe ich es nicht. Ja, auch nicht. Oder doch? Nee. Diesmal nicht, aber das ist nicht so wild. Wir spannen es auf 19 und dann ist das Ding durch. Ich nehme noch ein Mini-Leben. Naja, machen wir. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Genauso machen wir es. Der Pentafürst des Todes. Der ist stark. Wenn wir mal rerollen. Der ist noch stark, den nehmen wir mit. Keine Bienen mehr. Holy shit, der ist auch fett. Und die Wurzelqualle mal noch mit. Ich glaube, wir gehen auf Dinos. Hauen das mit rein. Maulwurf. Und was wir noch so zusammen kriegen. So könnte ich ihn noch mal verstärken. Den müssen wir verbessern. Der wird jetzt verbessert. Der bringt mir nichts. Wir könnten Drohnen noch verbessern. Zumindest eine. So, man sollte den Packleader auf den Waves trotzdem nicht unterschätzen. Wenn man viele Nahkämpfer schickt, dann werden die ganze Zeit schon verstärkt. Müssen wir mal gucken. Ich schaff's nicht.
Er schafft es. Wie schafft er das? Okay, das war's. Da habe ich aufs falsche Pferd gesetzt. Ja, passiert. Quest erfolgreich. Ja, es waren weitere Legion. Ihr könnt liken, abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.